Sehr geehrte Frau von Butler, sehr geehrter Herr Professor Reinhardt, sehr geehrter Herr Professor Graf, Herr Professor Weiland und sehr geehrter Herr Zurheil. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, mich den Grußworten von Herrn Professor Dr. Braun anschließen zu können und Ihnen allen die herzlichsten Grüße zu dieser Veranstaltung vom Aktionsbündnis Patientensicherheit ausrichten zu dürfen. Das Aktionsbündnis Patientensicherheit agiert seit 15 Jahren und fokussiert mit unterschiedlichen Methoden das Thema der Vermeidung von Patientenschäden. Nach einem Erstkontakt mit Professor Reinhardt vor vielen Jahren war dem Vorstand des Aktionsbündnis Patientensicherheit sehr schnell klar, dass die Sepsis ein Patientensicherheitsthema ist. Da man hier mit Aufklärung und Ausbildung sowie der Etablierung von Prozessstandards viele Erkrankungsfälle vermeiden bzw. Langzeitfolgen verringern kann. So wurde dann 2019 die Idee geboren, alle Kräfte rund um die Sepsis in Deutschland zu bündeln und gemeinsam eine Aufklärungsoffensive in Deutschland zu starten. Der Grundgedanke: mit den Fachexperten der Sepsis-Stiftung und dem Sepsis-Dialog der Universitätsmedizin Greifswald sowie den Betroffenen der Sepsishilfe die Kampagne Hashtag Deutschland erkennt Sepsis ins Leben zu rufen. Eine Kampagne, die nach ihrem erfolgreichen Start im Februar 2021 nun mit 1,2 Millionen Euro vom Bund gefördert wird. Wir danken dem Bundesgesundheitsministerium, insbesondere Frau Perea, die unsere Idee so großartig unterstützt hat. Könnte es nicht Sepsis sein? Das Thema ist dem Aktionsbündnis Patientensicherheit so wichtig, dass der Verein zum ersten Mal in der über 15-jährigen Geschichte des Bestehens seine gewohnte Arbeitsweise überschritten und die komplette eigene Kraft einer Aufklärungsinitiative widmete. Wenn hohes Fieber, Verwirrtheit bzw. Desorientierung oder Persönlichkeitsveränderung und extremes Krankheitsgefühl zusammenkommen, dann muss jeder sich dringend die Frage stellen, könnte es nicht Sepsis sein? Deutschland erkennt Sepsis möchte die breite Bevölkerung und die Gesundheitsberufe erreichen. Auch die Verantwortlichen von Krankenhäusern, Pflegestationen und Pflegeeinrichtungen. Diese Kampagne klärt auf und fördert die Gesundheitskompetenz der breiten Bevölkerung. Die Prävention und die Erkennung einer Sepsis haben enorme positive Effekte auf die Vermeidung einer Sepsis und somit auf die Sterblichkeit bzw. die Langzeitfolgen. Die Covid-19-Erkrankung und die Sepsis haben einiges gemeinsam. Die Aufklärung über eine mögliche Vermeidung der Erkrankung durch das eigene Verhalten, das Impfen, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung und das schnelle Erkennen der Viruserkrankung in dem Fall waren in der Pandemie unter anderem ausschlaggebende Erfolge bzw. Misserfolgsfaktoren. Das Programm heute richtet seinen Blick insbesondere auf das wichtige Thema der Langzeitfolgen einer Sepsis. Ist der Begriff Long-Covid in aller Munde, so sind die Langzeitfolgen der Sepsis, Long-Sepsis, eher unbekannt. Hier ist ebenfalls noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten und das Forum heute liefert einen sehr wichtigen Beitrag dazu. Wir möchten der Sepsis-Stiftung für ihr jahrelanges Durchhaltevermögen und ihre Beharrlichkeit auf fachlicher und politischer Ebene danken. Als Vorsitzende des Aktionsbündnis Patientensicherheit wünsche ich allen Beteiligten konstruktive Diskussion und eine erfolgreiche Veranstaltung.